Herrn danken, indem wir uns zu jeder Stunde seiner unendlichen Güte bewusst sind und getreulich unsere Pflichten erfüllen ihm und unseren Mitmenschen gegenüber. Amen. So wäre es denn abgemacht, Master Starling. Ja, Master Goodgroom. Wenn Gott den Bund segnet, so wird es eine gute Ehe geben. Es wird Zeit, dass mein Mündel daran denkt, die Pflichten einer Frau und Mutter auf sich zu nehmen. Nun, Amber, was sagst du dazu? Na, sprich, mein Kind. Ich will Robert nicht. Amber. Was sagst du da? Ich werde ihn nicht heiraten. Ich will keinen Bauernburschen zum Mann. Glaubst du, dass ich mein Leben in einem Schweinestall verbringen will? Du gehst hinauf. Sofort. Ich muss euch um Entschuldigung bitten, Master Starling. Euch auch, Robert. Matt. Das ist doch nur eine Laune von dem Mädchen. Ich habe genug von ihren Launen und ihrem sündhaften Stolz. Jeder in Dorf spricht über ihr eitles, weltliches Gebaren. Ich habe sie wie meine Tochter aufgezogen und sie wird sich danach betragen. Und wenn ich sie blutig schlagen müsste. Nicht schlagen, Matt. Bitte. Gut, ich schlage sie nicht. Aber sie muss es ein für alle Mal wissen, dass die Eitelkeit des Weibes des Satans Werk ist. Ich verlange, dass sie mir gehorcht. Sie wird Robert heiraten und damit basta. Verzeiht, eine Frage. Ist in der Nähe eine Herberge? Einer unserer Leute ist verwundet und braucht Hilfe. Unten an der Straße ist ein Gasthaus, Sir. Nun aber rasch, die Herren warten. Sie möchten sich ein wenig gedulden. Das Essen kommt sofort. Mrs. Potterell, was willst du denn hier? Ach, ich wollte helfen. Ihr habt so viel Arbeit. Ja, mir schwirrt schon der Kopf. Du kannst den Wein hineinbringen. Ja, Mrs. Potterell. Nicht so eilig, mein Täubchen. Wir haben Durst. Wenn man so lange gefastet hat, könnte einem sogar eine Puritanerin gefallen. Verdammt nochmal. Komm, schönes Kind.
Verzeihung, Sir. Durch diesen verfluchten Überfall haben wir viel Zeit verloren. Sonst wären wir schon längst in London. Bei Sonnenaufgang müssen wir im Sattel sein. Gleich nach dem Abendessen geht ihr schlafen. Ja, Bruce. Gute Nacht, Bruce. Oh, so viel Schönheit blüht im Verborgenen. Gibst du mir einen Becher Wein? Für einen Kuss? Nein, danke, Sir. Zum Kuckuck nochmal. Bei diesen verdammten Puritanern scheint die Liebe eine Sünde zu sein. Danke, mein Kind. Milord? Komm, Liebchen, sei nicht so spröde. Ihr geht nach London zum König? Wir wollen nach London. Ach, nehmt mich doch mit. Was, mitnehmen? Das ist keine schlechte Idee. Harry? Aber Bruce, was ist denn dabei? Ein hübsches Mädchen hat uns doch noch nie gestört. Und so ein süßer Schatz. Du weißt genau, dass wir für sowas keine Zeit haben. Wir müssen nach London kommen, bevor die Beute verteilt wird. Ach, bloß diese eine. Die macht doch nichts. Wir könnten auch genug rumschmusen, wenn unsere Sache mit dem König klar ist. Hast du gehört, was er gesagt hat? Wer ist das? Lord Carton. Und ich bin Elmsbury, Sir Harry von Prinz Rupert's Reiterei. Nie von uns gehört? Die Kämpfe von Marston Moor und Raceby? Er muss doch sehr reich sein. Wir sind alle arm wie die Kirchenmäuse. Komm, setz dich auf mein Knie. Ich erzähl dir ein bisschen was. Oder weißt du, zeig mir doch mal, wo die Ställe sind. Ich muss nach meinem Pferd sehen. Die sind gleich hinterm Haus. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Ich glaube doch, wenn du mir nicht den Weg zeigst. Wer für den König kämpft, muss doch reich sein. Müsste, aber Könige vergessen schnell. Komm, lassen wir das. Es gibt vieles im Leben, was amüsanter und wichtiger ist. Ein hübsches Gesicht, ein schmiegsamer Leib und ein kleiner Spaziergang im Mondschein. Verzeiht bitte, ich habe noch zu tun. Ah, das Essen! Oh. Was ist denn? Ach, verzeiht mir, Lord, aber der Verwundete will... Ich glaube, er hat Durst. Er schläft doch ganz fest. Aber er hat vielleicht geträumt. Das ist nicht wahr. Bitte, nehmt mich mit. Ich nehme dich nicht mit. Ich werde für euch arbeiten. Ich putze eure Schuhe. Ich tue alles. Zum Teufel, lass mich in Ruhe. Carlton. Carlton. Wasser. Wie geht's dir, Jack? Mein Arm brennt wie Feuer. Na, lass mal sehen. Bring mal das Licht her. Du bist doch ein Glückspilz, Jack. Da schießt dir ein Verrückter eine Kugel durch den Arm und schon hast du einen Ehrensold von unserem allergnädigsten König. Aber ich habe nur ein paar Flohstiche abbekommen in den vielen Jahren, seit ich ihm diene. Und was ist das schon für einen König? Obwohl ihm ja Flöhe nicht fremd sind. Sie haben ihn ganz anständig gebissen in Frankreich. Es blutet nicht mehr. Wir lassen dich hier, bis du wieder reiten kannst. Und wenn du in London bist, dann frage mal nach mir. Du weißt ja, wo ich wohne. So. Danke, Carlton. Schlaf gut, Jack. Milord! Milord, ich... Psst! Nein! Ich werde dich nicht mitnehmen. Aber... Weshalb willst du denn unbedingt nach London? Ich bin immer eine Fremde in diesem Dorf gewesen. Ja, und jetzt habe ich noch gesagt, es bedeutet für England ein Glück, dass wieder ein Stuart-König ist. Ich bin davon noch nicht so ganz überzeugt. Ihr habt doch für ihn gekämpft. Nicht für ihn, für Bruce Carlton. Und jetzt gehe ich zum König und hole die Beute, die er uns versprochen hat. Mir und meinen Männern. Ich wollte schon immer einem Herrn wie euch begegnen. Na, und jetzt bist du ihm begegnet.
Gute Nacht. Ich habe wenig geschlafen, seit ich wieder in England bin. Ach, Milord. Was? Milord, alle wollten mich küssen, nur ihr nicht. Es ist einem nicht immer danach zumute. Dann findet ihr mich wohl hässlich? Du weißt wohl nicht, dass du einen Mann reizen kannst, aber du wirst es schon noch erfahren. Na komm, ich werde es dir gleich beweisen. Sir Thomas. Seine Majestät erwartet euch, Milord. Ich danke euch. Ah, Lady Anne. Sir Thomas. Ist es heute möglich? Wir waren gestern schon mal hier. Ja, so. Euer Name war doch... Baron Carlton, immer noch. Und Sir Amesbury, Freunde von Prinz Rupert. Ja, natürlich. Seine Majestät bedauert. Aber es ist unmöglich, euch heute eine Audienz zu gewähren. Aber wir warten schon seit... Und morgen? Ich fürchte, morgen ist es ebenso. Übermorgen? Unmöglich, Milord. Wann? In ein paar Wochen vielleicht. So spät? Ihr müsst verstehen. Aber seine Majestät hat wenig Zeit. In Frankreich hatte er mehr Zeit. Das, meine Herren, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich bitte um Entschuldigung. Charlie kann doch nicht so undankbar sein. Das liegt in der Familie. Das ist doch Barbara. Ja, das ist doch die kleine, wie heißt sie? Barbara Palmer. Ich war doch in Brüssel mit ihr zusammen. Ja, ich weiß. Du scheinst bei ihr aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Wir trennten uns ziemlich plötzlich. Es gibt manchmal so kleine Missverständnisse. Dieses Frauenzimmer, die wird sofort empfangen. Sie wird Charles was zu bieten haben. Wir wollen was von ihm. Weißt du, Bruce, du solltest dieses Missverständnis mit der schönen Barbara klären. In unser beider Interesse. Es ist besser, wir sagen niemand, dass uns der König nicht vorgelassen hat. Ja, du hast recht. Sonst sperrt uns der Wirt noch den Kredit. Oh, ergebenster Diener, Milords. Na, mein lieber Gamble, guten Tag. Geht ihr gleich zu der Dame oder esst ihr erst? Welche Dame? Wo tragt ihr das hin? Zu eurer Cousine, Sir, Mrs. St. Clair. Sie kam, als ihr eben weg wart, als Bäuerin verkleidet. Arme Lady. Sie musste sich die ganzen Jahre vor den Puritanern verbergen. Na sowas. Eine hübsche Überraschung. Was soll das? Wo darf ich das Tablett hinstellen? Ach, irgendwo hin damit. Was ist denn das? Ach, euer Lordschaft wissen, mein Haus ist überfüllt. Alles strömt nach London, um den König zu sehen. Und Mrs. St. Clair meinte, das Bett würde euch nicht stören. Ich hoffe, es ist euch recht. Ja, ja, schon gut, Campbell. Recht gute Nacht, Milord. Und was jetzt, Cousine? Ja, irgendetwas musste ich doch sagen, sonst hätte er mich weggejagt. Wie kommst du hierher? Ich bin fortgelaufen. Und wo ich euch finde, hat mir Jack gesagt. Harry, würdest du so gut sein, Pferd und Wagen zu besorgen? Sie muss zurück nach Mary Green. Wie du meinst, Bruce, aber wäre es nicht morgen noch früh genug? Na, dann eben nicht. Ach, bitte, Bruce, schickt mich nicht zurück. Bitte nicht, Sie wollen mich zum Heiraten zwingen. Ich glaube, ein guter Ehemann ist das Beste, was man dir wünschen kann. Es wird höchste Zeit für dich zu heiraten. Nein, eher sterbe ich. Glaub mir, ich sterbe lieber, bevor ich Bob Starling heirate und ihm vielleicht ein halb Dutzend Kinder gebäre und die Schweine füttere und in diesem elenden Nest verkomme. Gut?
Gott, schick mich fort, aber ich gehe nicht wieder nach Haus. Nein, ich gehe nicht nach Haus. Mag kommen, was will. Ich bleibe in London. Ach, bitte, Bruce. Ich darf doch hier bleiben, ja? Macht euch keine Sorgen. Ich verlange nichts von euch. Ich finde, du verlangst schon eine ganze Menge von mir. Mehr, als ich wert bin? Eine sehr direkte Frage, mein Kind, die eine klare Antwort verlangt. Ich weiß nicht, wie hoch du deinen Wert veranschlagst, aber meine Freiheit ist mir auf alle Fälle mehr wert. Ich werde euch nie in eurer Freiheit behindern. Bravo. Aber ich verlasse England, sobald ich kann. Ihr seid doch erst gekommen? Ja, nur um unsere Sache mit dem König zu klären. Aber dann lasst mich doch hier, bis ihr geht. Bitte, Bruce. Ich will doch gar nichts weiter. Nur so lange, wie ihr in London seid. Werde ich für euch eine solche Last bedeuten, Bruce? Ich bin weit davon entfernt, dich als Last zu empfinden. So, ich habe einen Kutscher gefunden. Aber der will ein ganz schönes Stück Geld dafür haben. Ich glaube, wir lassen es für heute. Ihr erweist unserem Haus eine große Ehre, Mylord. Wollt ihr jetzt oder später zahlen, Mylord? Wie es euch konveniert? Später, ich... Fuß, ist es so viel Geld wert? Offen gesagt, ich hatte meine Zweifel, aber du bist wirklich eine schöne Frau, Amber. Bruce, war ich's etwa vorher nicht? Vorher warst du ein ganz hübsches Mädchen. Oh, Kleider machen eine Frau doch nicht schöner, sondern etwas ganz anderes. Guten Tag. Guten Tag. Wir senden die anderen Kleider, sobald sie fertig sind, Mylord. Danke. Vielen Dank für Ihre Mühe. In den Sarazenenkönig. Ja, Sir. Na, Harry wird Augen machen, wenn er dich sieht. Weißt du, eigentlich sind wir bis jetzt noch niemals abends allein gewesen. Könnten wir heute Abend nicht irgendwo hingehen, nur zu zweit? Spring Garden also. Oh. Ja, Sir. Amber. Amber! Guten Morgen, Harry. Guten Morgen. Verzeiht, aber ich habe gestern nicht mit dem Abendessen gewartet. Oh, Harry, wie schade, dass ihr nicht mit wart. Wir waren in Spring Garden, dann sind wir in einem Boot gefahren. Dann haben wir gegessen und Champagner getrunken und Bruce hat versprochen, ich darf ins Theater mit heute Abend. Und ihr müsst auch mitkommen, ja? Ja, du musst. Oh, ich bin zu Tränen gerührt, von so viel Güte. Harry, da ist Stanhope. Wer ist denn das hübsche Kind da neben Karten? Ich weiß nicht. Sowas ist für einen Einzelnen beinahe zu viel. Hey, Amesbury. Wer ist denn das? Seine Cousine. Na, dann viel Glück für eure Kaperfahrten, Karten. Danke. Was heißt das, Kaperfahrten? Oh, Schiffe mit wertvoller Ladung wegnehmen. Seeräuberei, ja? Nicht direkt. Piraten werden gehängt. Kaperfahrer teilen ihre Beute mit der Krone. Hey, Jemine. Orangen, süß und saftig. Orangen, Orangen. Setzen wir uns. Orangen. Orangen. Orangen gefällig. Orangen gefällig. Orangen. Bei Häuser in Verona. Würdevoll. Wohin als Szene unser Spiel euch band. Erwecken neuen Streit aus altem Groll und Bürgerblut. Bruce, sie ist hier. Allein. Aus beider Feinde unheilvollem Schoß entspringt ein Liebespaar. Ach, das ist Mrs. Palmer? Na,
also so schön finde ich sie nicht. Wirklich nicht? Na ja, sie ist nicht unbedingt hässlich. Aber dass seine Majestät sie zur Gräfin macht, finde ich übertrieben. Zur Gräfin? Gräfin Castlemaine. Ich habe es gestern bei der Modistin gehört. Donnerwetter nochmal, die Weiber verstehen's. Harry, das ist meine Chance. Du gibst auf den König Acht. Harry, was ist denn? Wir warten draußen. Wollen wir's von Mängeln, wo es noch Not, befreien. Harry, sieh doch! Darf ich einen Augenblick stören? Bitte, wenn es sein muss. Komm doch. Was will er von dieser Person? Aber reg dich doch nicht auf. Bruce braucht Schiffe vom König und die Palmer soll ihm dazu verhelfen. Nur geschäftliche Besprechung. Und dazu muss er so nahe bei ihr sitzen? Ich kann mir schon vorstellen, wie das ausgeht. Der König! Seine Majestät kommt! Ich will Ihnen nicht vorbeigehen, ein Gedicht ziehen. Sie mögen es nehmen, wie Sie wollen. Wie Sie es wagen, lieber. Ah, Stanhope. Euer Majestät. Warte hier. Wohin geht ihr? Ich muss sofort zu Bruce. Bruce hat doch eine Besprechung. Begreifst du nicht, was passiert, wenn Charles ihn bei ihr sieht? Er bekommt seine Schiffe niemals. Du verdammte kleine Bestie. Ist das recht auf unserer Seite, wenn ich ja sage? Nein. Nein, mein Herr. Ich bohre euch... Ja, Harry, ihr kennt die Frauen nicht. Aber ich bohre einen Esel, mein Herr. Du mein Herr. Ich bediene einen ebenso guten Herrn wie ihr. Keinen besseren. Sehr wohl, mein Herr. Sag einen besseren. Hier kommt ein Vetter meiner Herrschaft. Ja doch, einen besseren, mein Herr. Ihr lügt. Zieht, wo ihr Kerle seid. Frisch, Gregorio. Denkt an ein Schwabonierhieb. Ihr Narren, fort. Steckt eure Schwerter ein. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Wie die Hölle hast du das Wort? Wie eine Monsterkuss und dich? Wehr dich, du Memme! Vielleicht hängt er dich nicht. Möglich wär's. Am Ende spaltet er dir nur ein bisschen die Nase. Oder brät dich in Öl. Auf alle Fälle gibt er mir keine Schiffe. Das ist mal sicher. Und meine Güter sind damit auch zum Teufel. Geschieht mir auch ganz recht. Warum bin ich so ein Idiot? Ausgerechnet dir das zu überlassen. Na, du solltest lieber den Mund halten, Freundchen. Du hättest mich ja warnen können. Was ist? Lord Carlton? Ja? Seine Majestät erwartet euch unverzüglich in Whitehall. Ich komme sofort. So spät in der Nacht? Du kannst dich auf was gefasst machen. Ich komme mit, Bruce. Lieber mit dir am Galgen als allein im Schuldturm. Wird er dich wirklich hängen, Bruce? Ich glaube nicht. Allerdings, Charles ist sehr eifersüchtig. Und an unserer rothaarigen Freundin scheint ihm sehr viel zu liegen. Oh, ich hasse sie. Das hat nur sie uns eingebrockt. Nicht so bescheiden, mein Engel. Du hast ganz schön dabei geholfen. Zu euren Diensten, Milord. Zu euren Diensten, Sir Thomas. Bitte kommt mit mir. Ich warte hier auf dich, Bruce. Kommt näher, Carlton. Danke, Sir Thomas. Ihr hebt an. Ihr habt gewiss etwas Besseres vorgehabt für diese Nacht. Aber ich dachte, es interessiert euch vielleicht, dass ich in Anbetracht eurer Verdienste um mich bereit bin, euer Gesuch zu genehmigen. Ich danke, Euer Majestät. Ich habe Humor und eure Methoden amüsieren mich. Ein Punkt für euch. Gut.
Es liegen zwei von unseren Schiffen im Hafen von Bristol. Ihr könnt sie für eure Zwecke verwenden. Ich danke Euer Majestät. Ihr spielt. Gut. Da ich annehme, dass ihr es sehr eilig habt, wird euch heute Nacht noch ein Wagen nach Bristol fahren. Heute Nacht noch? Trio. Gar nicht gut. Ja, heute Nacht noch. Das ist euer Spiel. 22. Ihr wolltet doch ursprünglich 6 Monate fortbleiben. Ja, Sir. Ich schlage vor, dass ihr eure Fahrt so lange ausdehnt, wie es eure Gesundheit und der Zustand der Schiffe erlaubt. Ich verstehe. Ich wünsche euch viel Glück. Ich bin euch aufrichtig dankbar, Sir, aber... Ich fürchte, dass ich auf euer großmütiges Angebot verzichten muss. Weshalb? Ich habe mich verpflichtet, Majestät, auch die Interessen meiner Freunde zu wahren. Ihr wisst, dass der Harry Amesbury und die anderen, ebenso wie ich, für eure königlichen Rechte eingetreten sind. Wollt ihr Bedingungen stellen? Das fordert meine Ehre, Sir. Und ein Gentleman wie ihr wird das zweifellos verstehen. Schmeicheleien solcher Art können oft sehr kostspielig werden. Ich habe das Risiko einkalkuliert. Was verlangen Sie? Sir Thomas hat die Bittschriften. Bewilligt, ist das alles? Ja, danke, Sir. 20 und 15. Ihr spielt, meine Liebe. Bon voyage. Nein, nein, meine Liebe. Ihr müsst schon etwas vorsichtiger spielen. Und vergesst nicht, den letzten Stich hat der König. Willst du es ihr nicht sagen? Sag du es ihr morgen, wenn ich weg bin. Begreifst du denn nicht? Das Mädchen liebt dich. Sie liebt mich nicht. Ich bin für sie nur ein Mittel zum Zweck. Ich glaube bloß der erste nicht. Na, warte nur, du wirst auch noch mal den Kopf verlieren. Ich helfe dir packen. Ich habe so lange auf euch gewartet, da muss ich eingeschlafen sein. Wir wollten dich nicht wecken. Bruce hat dich noch zugedeckt, damit du nicht frierst. Wollt ihr uns verlassen? Ja, ich will so schnell wie möglich nach Amesbury Hall, bevor sich der König anders überlegt. Nach Amesbury Hall? Ach, hat der König... Ja, er war außerordentlich gnädig gestern Nacht. Ich habe meine Güter wieder. Und Bruce, mein Kind... Bruce? Erst fort? Ja. Er war nur hier, um sein Gepäck zu holen. Haben Sie ihn eingesperrt? Nein, er ist sicher schon auf See. Er ist auf See? Ich verstehe euch nicht. Der König trifft seine Entscheidungen meist so, wie sie niemand erwartet. Und es wäre doch gekommen. Eines Tages. Herein? Euer Pferd ist gesattelt, Sir Harry. Ich komme gleich. Bring das Gepäck runter. Ja, Sir. Wie konnte er das tun? Wie konnte er, Harry? Fortzugehen ohne Abschied. Bruce hasst Abschied nehmen. Er lässt sich bei dir entschuldigen. Und noch etwas, Amber. Hier sind 200 Pfund. Du möchtest damit die Rechnungen begleichen, die er vergessen hat. Und das Übrige, lässt er dich bitten, möchtest du für dich verwenden.
Ja, ich glaube, es wird Zeit für mich. Hör zu, Amber. Ich kenne London. Ich kenne es leider viel zu gut. Die Stadt ist voll von Schurken und Abenteurern. Du bist viel zu hübsch, Amber. Du bist jung. Du hast sehr viel Temperament. London ist gefährlich für dich. Willst du nicht zurück nach Mary Green? Es ist kein Umweg für mich. Ich will nicht. Sei vernünftig, Amber. Mit der Mitgift brauchst du keinen Bauern zu heiraten. Du kannst dir einen Ritter oder einen Landedelmann kapern. Die Pest soll sie holen, sämtliche Männer. Ich warte auf Buß. Rechnest du am Ende damit, dass er dich heiratet? Wenn Bruce wirklich einmal heiratet, dann doch nur eine Frau mit Reichtum und Namen. Das werde ich mir schon verschaffen. Bruce steht über mir, aber das wird sich ändern. Verlasst euch drauf. Und wie sich's ändern wird. Mein Kind, du stellst dir das ein bisschen zu einfach vor. Du überschätzt deine Möglichkeiten. Oh nein, bestimmt nicht. Ich weiß schon, worauf es ankommt. Ich habe in diesen Monaten hier so manches gesehen. Barbara Palmer kam doch wohl auch nicht als Gräfin Castlemaine zur Welt. Ich bin jünger als sie. Und ihr habt selbst gesagt, ich wäre schön. Und eines Tages, da habe ich alles. Geld und einen Namen, was er will. Und dann wird er vielleicht froh sein, wenn ich ihm überhaupt noch einen Blick gönne. Tja, ich fürchte, du machst einen Fehler. Ich fühle mich mitverantwortlich für das, was geschehen ist. Und fühle mich auch für die Folgen verantwortlich. Das bedrückt meine schwarze Seele. Komm mit. Geh nach Haus, bevor es zu spät ist. Viel Glück. Guten Morgen, Mrs. Sinclair. Ich möchte für Lord Carlton die Rechnung begleichen. Ich habe gehört, dass seine Lordschaft auf See ist. Es macht 18 Pfund. Seine Lordschaft scheint gut für euch gesorgt zu haben. Oh ja, ja. Er hat sehr gut für mich gesorgt. Er wird wohl ziemlich lange wegbleiben. Ja, ein paar Monate. Guten Tag, Madame. Guten Tag. Was ich noch fragen wollte, ihr habt doch sicher nicht viel Freunde in London, mein Kind. Ich bin erst vor einigen Monaten hierher gekommen. Ich verstehe schon. Es würde mir eine Freude sein, mein Kind, wenn ich euch ein wenig helfen könnte. Ich brauche keine Hilfe, vielen Dank. Aber einen Rat vielleicht. Sagt mir, mein Kind, ihr tragt doch nicht etwa euer Geld ständig mit euch herum? Ja, aber... Oh, ich finde euch ziemlich leichtsinnig. Es wimmelt nur so von Taschendieben in der Stadt. Aber ich weiß doch nicht, wo ich es sonst aufbewahren soll. Warum legt ihr es nicht bei einem Juwelier an? Ich meine, in einem sicheren Unternehmen, wo es sich verzinst und euch Gewinn bringt. Habe ich nicht recht, Mr. Landell? Mr. Landell ist einer unserer erfolgreichsten Kaufleute, mein Kind. Mrs. Abbott hat eine viel zu hohe Meinung von mir, obgleich man mir allgemein nachsagt, ich hätte ein gewisses Fingerspitzengefühl. Man gibt mir einen Pfennig und schon ist es ein Pfund. Ich verstehe euch nicht ganz. Man kann aus wenig viel machen. Jetzt ist die richtige Zeit, um reich zu werden. Unter der Regierung unseres geliebten und allseits verehrten Herrschers haben sich die Arme des britischen Kapitals weithin ausgebreitet. Bis in die Kolonie, nach Indien. In die neue Welt? Ich möchte mein Geld lieber hier behalten. Niemand will es euch wegnehmen, mein Kind, aber das wäre zu überlegen. Tja, also nehmen wir mal an, ihr habt 1000 Pfund, hä? 200 Pfund. Das bringt allerdings kaum etwas ein. Immerhin, wenn ihr es in amerikanischen Pelzen oder indischen Gewürzen anlegt, werden es vielleicht in ein paar Monaten 1000 Pfund. Und aus 1000 Pfund werden dann 10.000 Pfund. Und aus 10.000 Pfund werden dann 100.000. Und somit schuldet die Beklagte erwiesenermaßen der Klägerin die Summe von 86 Pfund, 5 Schillings, 6 Pence. Amber St. Clair, erhebt euch und stellt euch dem Gericht. Habt ihr irgendetwas zu eurer Verteidigung vorzubringen? Ich bin betrogen worden, Ehrwürden. Der Mann da und die Frau haben... Soweit ich unterrichtet bin, gehören sie zu euren Gläubigern. Aber ich sage euch, sie haben mich bestohlen. Was habt ihr vorzubringen gegen eine solche Beschuldigung? Sie ist eine Dame von äußerst zweifelhaftem Ruf, der ich aus Mitleid Kredit gewährte. Sie ist jedoch unverschämt genug, es zu leugnen. Leider muss ich das bezeugen, Ehrwürden. Ich habe ihr auch vertraut. Ich muss es zugeben. Wer sieht das Böse hinter einer hübschen Larve? Ihr habt behauptet, ein Kaufmann zu sein. Und was seid ihr? Nichts weiter als ein ganz gemeiner Dieb. Angeklagte, ihr habt euch nur an das Gericht zu wenden. Vergebt, Ehrwürden. Aber benachrichtigt doch bitte Lord Carlton. Ah, wo ist der? Auf See. Auf See? Oder benachrichtigt Sir Amesbury. In Amesbury Hall.
Und wer soll die Kosten dafür übernehmen? Die Beklagte wird hier mit dem Jugendgefängnis überwiesen und bleibt so lange dort, bis sie ihre Schulden bezahlt hat. Der Nächste. Aber ihr werden, wie kann ich jemals meine Schulden bezahlen, wenn, Nächste, wenn ich im Gefängnis bin? Amber, gib die Decke her. Ich habe sie erst 10 Minuten. Lass mich in Ruhe. Ich will sie ja nicht für mich, sondern für Marge. Bei ihr ist es soweit. Hier, danke. Sie braucht Wärme. Sie darf jetzt nicht frieren. Kann man sie nicht irgendwo anders hinbringen? Sie braucht doch eine Hebamme. Wer soll denn eine Hebamme für sie bezahlen? Sie hat doch kein Geld. Sie hat immer gehofft, das Baby käme einen Monat später. Sobald es da ist, wird sie gehen. Was hat sie denn getan? Sie hat ein paar Meter Stoff gestohlen. Weiter nichts. Hey, Len, da komm schon. Weiter zwei an der Schankstube. Nimm die Kleine da auch mit. Da haben wir ein Glück. Aufwand. Dabei trifft man lauter feine Leute. Na, die feinen Leute kann ich mir vorstellen. Für dich laden wir den Schah von Persien ein. Wie sprecht ihr mit ihr? Sie ist eine Dame. Sie hat Schulden von über 100 Pfund. Da hat sie es ja weit gebracht. Meine Diener, Milady, würde etwas näher treten, damit die Herren euch betrachten können? Ah, das war's für mich. Komm her, gib mir einen Kuss. Oh, lass mich in Ruhe. Oh, komm schon. Ne Nami Lots. Loslassen. Ich bitte darum. Gut so. Jack Mellert, Madame. Euer ergebener Diener. Black Jack, der Straßenräuber. Sehr freut sich. Darf ich euch ein Glas Wein anbieten? Hey, ein Auge. Was wünscht ihr, Sir? Eine Flasche vom besten Madeira. Ja, Sir. An den Tisch da drüben. Na, geh doch, Amber. Ich bin bestimmt auch ein Kavalier. Madame? Auf unseren Gastgeber, Charles Stewart. Möge Gott ihn beschützen und bewahren bis in alle Ewigkeit. Amen. Ich habe schon immer eine Schwäche für unsere englischen Lieder gehabt. Tja, aber wenn man sie draußen hört, klingen sie doch schöner. Das kann man wohl sagen. Also, euch gefällt sie auch nicht besonders. Aber, meine Liebe, eine gewisse Unzufriedenheit bei den Gästen ist dir einkalkuliert. Weißt du, wenn ich wieder draußen bin, könnte ich sowas wie dich gut gebrauchen. Ich meine beruflich, verstehst du? Es klingt zwar sehr vielversprechend, aber leider sind wir hier drin und werden auch drin bleiben. Sowas sollte man nie beschwören. Ich zum Beispiel verbringe hier nur die Wintersaison, aber wenn im Frühjahr die Primeln blühen, fängt für Jack Mellert wieder der Ernst des Lebens an. Ihr wollt ausbrechen? Ich hab Freunde. Bevor mein Urteil verkündet wird, bin ich schon auf und davon. Falls es vielleicht jemandem Spaß machen würde, mich zu begleiten, so würden wir bestimmt Mittel und Wege finden, um ihn mitzunehmen. Ich habe einen Blick für Frauen. Aus dir könnte man was machen. Und was verlangt ihr von mir? Dass du mich bei unserem Handel nicht hintergehst und betrügst. Ist das ein Wort? Das Wort gilt, wenn ihr mir vorher noch etwas versprecht. Und das wäre? Ihr werdet stets für mich sorgen, was auch geschehen mag? Das Gefängnis ist so ungesund. Ich werde vielleicht nicht sofort arbeiten können. Ich werde Ruhe brauchen. Ach, mach dir darüber keine Sorgen. Dich wirft man doch nicht so leicht um. Ich nehme die Bedingung an. Also abgemacht? Ihr, die ihr in der Kammer der Verdammten liegt, betet und bereut eure Missetaten. Wenn morgen das Armsünderglöckchen läutet, werdet ihr vor den Toren der Ewigkeit stehen. Gott, der Herr, sei eurer armen Seele gnädig. 12 Uhr Mitternacht und allen ein fröhliches Weihnachten. Was bedeutet das?
Das bedeutet nichts weiter, als dass wir Sam Russell und drei seiner Freunde morgen zum letzten Mal in ihrem Leben die Sonne aufgeht. Es ist besser, wir reden offen miteinander. Das letzte Mal bin ich noch mit dem gebrannten Daumen weggekommen. Diesmal darf ich nicht wieder so leichtsinnig sein, mein Urteil abzuwarten. Sonst habe ich den Hals in der Schlinge. Naja, leider fragt einen keiner, ob man lieber im Bett stirbt oder in der frischen Luft. Unser ein holt der Teufel wann und wie es ihm passt, auch wenn man sich gerade mit dem Pfarrer unterhält. Man muss auf alles gefasst sein. Ich will auch offen zu euch sein. Ich habe etwas verschwiegen. Ich erwarte ein Kind. Deshalb habe ich euer Angebot angenommen. Ich will nicht, dass es hier zur Welt kommt. Ihr Weiber seid doch verdammt gerissen. Komm her, du berechtigst weiß Gott zu den besten Hoffnungen. Also, fröhliche Weihnachten. Willkommen in Tottenheim. Tag, Pluski. Hey. Na, Jimmy? Höchste Zeit, dass du wiederkommst. Mutter Rotkäppchen hat dich schwer vermisst. Na, was bringst du denn da an? Wer ist das, Jack? Ich dachte, die könnten wir vielleicht gut gebrauchen. So, meinst du? Und wer soll die Hebamme bezahlen? Die bringt die Unkosten wieder ein, dafür bürge ich. Deine Bürgschaft war mehr wert, bevor sie dir die Daumen gebrannt haben. Ich halte es für besser, wenn du dich eine Weile nicht auf der Landstraße sehen lässt. Hier in London erwischen sie dich nicht so leicht. Vielleicht spezialisierst du dich vorübergehend auf Spielhöllen und Schankstuben. Hier sind deine Pistolen. Ach, der hat die Wache wieder hergegeben? Ja, für 5 Pfund und das doppelte an Trinkgeld. Na, durch eine solche Lappalie wird unsere Freundschaft doch nicht in die Brüche gehen. Du schuldest mir außerdem 100 Pfund für deine Flucht. Und ich habe nicht gern Fremde in meinem Haus. In dem Zustand kannst du sie doch nicht auf die Straße setzen. Ich kann's und vielleicht tue ich's. Aber wenn du willst, gebe ich ihr eine Chance. Wenn sie sich zu dumm anstellt, soll sie sehen, wo sie bleibt. Bring sie rauf in die Kammer. Wir gehen noch zu mir. Ja, wenn du genug zu trinken hast. Wäre es euch sehr unangenehm, mich nach Hause zu begleiten? Unangenehm? Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich es nicht täte. Mein Wagen wartet da drüben. Oh, aber das lohnt sich nicht. Es sind ja nur ein paar Schritte. Ach, ihr meint... wie ihr meint. Mein Wagen wartet allerdings drüben, wie ich euch schon sagte. Sehr liebenswürdig, Sir. Aber seid versichert, es lohnt sich wirklich nicht mehr. Verzeihung, Sir. Ja, bitte. Saubere Arbeit, Emma. Da hast du einen guten Griff getan.
Sie kommen. Nein, der Name ist König. Verdammt, lauf weg immer. Wo ist das Mädchen? Das Mädchen? Lassen Sie nicht entwischen! Diesmal muss es werden. 16. Glück im Spiel. Leider. Du bist dran morgen. Nein, mir genügt's für heute. Ich danke euch für euren Besuch. Leider muss ich morgen sehr früh auf den Beinen sein. Der König hat Parade angesetzt. Die armen Soldaten sind weiß Gott zu bemitleiden. Besonders im Frieden. Spielen wir noch eine Runde? Nein. Noch eine. Morgen. Nanu? Bitte, Sir, vergebt mir, aber ich suche Zuflucht in eurem Haus. Zuflucht, Madame? Ja, ich habe den Abend in der Gesellschaft eines Edelmanns verbracht. Und als er plötzlich aufdringlich wurde, bin ich ihm weggelaufen und fand zum Glück eure Tür offen. Und wo ist der Bursche jetzt? Er hat mich verfolgt bis vor eure Tür. Ich hoffe, er ist inzwischen weg. Ich werde ihm beibringen, wie man eine Dame zu behandeln hat. Oh, nein, 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 bitte nicht, Sir. Er ist furchtbar gefährlich. Ein berüchtigter Duellant. Vielleicht bin ich auch nicht ungefährlich, Madame. Aufmachen! Wer ist das? Die Wache! Verzeiht die Störung, Hauptmann Morgan. Was wollt ihr? Wir sind hinter einem Mädchen her. Sie steckt mit einer Räuberbande unter einer Decke, die gerade einen Mann überfallen hat. Und die sucht ihr ausgerechnet hier bei mir? Verzeiht, wir waren dicht hinter ihr her. Plötzlich war sie wie vom Erdboden verschwunden. Sie kann sich nur in einem der Häuser hier versteckt haben. Falls ich sie entdecke, rufe ich euch. Hab vielen Dank, Sir. Sieh mal an, darauf wäre ich nicht gekommen. Was mache ich mit dir? Ihr wisst, was mir passiert, wenn ihr mich der Wache übergibt. Sie werden mir einen Strick um den Hals legen und mich hängen. Das wäre zu schade um deinen hübschen Hals. Aber du vergisst, dass ich Offizier bin und nichts tun darf, was dem Gesetz widerspricht. Das Einzige, um was ich euch bitte, Milord, lasst mich bleiben nur so lange, bis Sie fort sind. Ich werde euch nicht belästigen. Wohin willst du dann? Ja, ich weiß noch nicht. Du wohnst doch irgendwo. In so einer Räuberhöhle in Whitefriars. Dort schulde ich einer widerwärtigen Frau viel Geld. Und die lässt mich nicht weg, solange ich lebe. Ist das nun die Wahrheit? Oh ja. Ach, bitte glaubt mir. Morgen! Komm gleich. Bitte hilft mir. Ich habe vielleicht eine Möglichkeit, dir zu helfen. Aber dann musst du alles mir überlassen. Und nur das tun, was ich dir sage. Ich tue alles, was ihr sagt. Alles. Morgen! Ich verstehe gar nicht, wo bleibt er denn? Na, da seid ihr ja. Wo habt ihr denn gesteckt? Na, morgen. Wer weiß, Pech im Spielglück, in der Liebe. Gute Nacht, meine Herren. Morgen Abend bei mir. Gute Nacht. Bleibt dabei. Gute Nacht. Auf ein Wort, Albers. Komm rein. Oh, ich musste aber sehr zum Vorwurf machen, dass du deinen besten Trumpf so spät ausspielst. Das ist Mr. Ivers, das ist Mrs. Sinclair. Mr. Sinclair. Ihr Diener, Madame. Ich bin erfreut. Mr. Ivers ist befreundet mit Mr. Killigrew vom Königlichen Theater. Sehr intim sogar. Er hat 6 Theaterstücke von mir abgelehnt. Madame ist eine großartige Schauspielerin, du kannst es mir glauben. Vielleicht könntest du deinen Einfluss geltend machen, Ivers.
Ich habe den Eindruck, es dürfte Madame nicht schwerfallen, Mr. Killigrew von ihren Talenten zu überzeugen, aber ich werde Sie gern mit ihm bekannt machen. Gut. Gute Nacht, Madame. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Nacht, Herbert. Aber ich kann euch nicht verstehen. Gerade im Theater kann ich mich am wenigsten verbergen. Sämtliche Schauspieler sind Mündel der Krone. Sonst geben sie nur noch Gastspiele im Kerker und der König muss auf sein Vergnügen verzichten. Ich verstehe euch nicht, Mündel der Krone dürfen niemals verhaftet werden. Wenn Killigrew mit dir zufrieden ist, und davon bin ich fast überzeugt, dann bist du unter dem Schutz des Königs überall sicher. Amber? Mr. Killigrew? Der Graf von Radcliffe wünscht euch kennenzulernen. Mrs. St. Clair. Milord? Es wäre mir eine Ehre, heute Abend mit euch zu soupieren, Madame. Ich danke euch sehr, Milord, aber ich habe schon eine Einladung. Ihr werdet sie sicher dem Herrn Grafen zuliebe absagen können. Dann lassen wir es für heute. Morgen? Ich bedauere außerordentlich, aber es ist mir leider nicht möglich, Milord. Lasst mich bitte allein mit ihr reden. Sie ist noch neu hier und sie... Nein, nein. Ich bevorzuge die Illusion einer freiwilligen Entscheidung. Darf ich hoffen, dass sich vielleicht in absehbarer Zeit die Umstände für mich günstiger gestalten? Ihr wisst, dass sich die Umstände oft überraschend ändern, Milord. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auf die Dauer nicht die Kraft hätte, ernsthaften Beweisen eures Interesses ernsthaft zu widerstehen. Ihr wart wieder bezaubernd, Mrs. St. Clair. Danke sehr. Amber, du Amber, da ist einer, der dich sprechen will. Harry! Du bist es also wirklich. Amber, aber... Oh, macht nichts. Hier ist man auf Skandalgeschichten erpicht. Na, das ist ja großartig. Meine Frau ist nämlich gar nicht darauf erpicht. Oh, seid ihr verheiratet, Harry? Ich habe schon eine Tochter. Oh, das ist ja wundervoll, Harry. Na, und was ist mit dir, Amber? Mit mir? Ja, hast du einen Mann gefunden? Ich bin doch jetzt, ich hab doch hier, Nan! Sir Harry gehört zu meinen besten Freunden. Woher soll ich das wissen? Ich wollte sie mir ja nur mal ansehen. Dazu habe ich dich wirklich nicht aus dem Newgate-Gefängnis mitgenommen. Newgate? Du scheinst ja London einigermaßen zu kennen. Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Habt ihr was von Bruce gehört? Geht's ihm gut? Doch, er hat Glück gehabt. Er hat mehrere spanische Schiffe mit wertvoller Ladung aufgebracht. Er kommt voraussichtlich bald nach England. Denkst du noch... Ihr wisst doch, ich werde immer auf ihn warten. Amber. Ach, da bist du ja, Rex. Das ist Sir Harry Amesbury. Hauptmann Morgan. Ihr macht hier einen Besuch, Sir Harry? Ja, bei Mrs. St. Clair. Ich war in der Vorstellung. Ach nein. Du verstehst immer alles falsch, Rex. Sir Harry ist mein Onkel. Ganz recht, Hauptmann, der Bruder Ihrer Mutter. Tja, die liebe Kleine hat Ihrem Onkel schon viel Sorgen gemacht. Heute habe ich ihn schon wieder erschreckt. Ich bin fast umgefallen. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, plötzlich sehe ich doch was da oben auf der Bühne. Ich denke, na nu, das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch klein Amber. Sie war früher schon so klein. Noch kleiner als jetzt. Ja, ich will euch nicht länger aufhalten, Hauptmann. Ich werde der Familie ausrichten, dass es dir gut geht. Es geht dir doch gut. Oh ja, ja, Onkel, ja. Sie werden sich alle freuen. Cousin Bruce und die anderen. Lebt wohl, Hauptmann Morgan. Lebt wohl, Sir. Seit wann hast du einen Onkel? Ach, habe ich dir nicht gesagt? Dann habe ich sicher vergessen. Wir hatten uns jahrelang nicht gesehen. Fertig, Milady. Danke, Ned.
Schön, dass wir zu Hause sind, Rick. Es tut mir leid, aber ich muss heute Abend noch nach Wales, Liebling. Oh, bleibst du lange fort? Ein paar Wochen, fürchte ich. Dann verpasst du ja meine Premiere. Es ist doch das erste Mal, dass ich was zu sprechen habe. Gillicrow lässt mich den Epilog sprechen. Ich werde dich vermissen, aber nicht deine Premiere. Du weißt, dass ich deinen Beruf nur als eine vorübergehende Notwendigkeit auffasse. Ich werde dich auch vermissen. Willst du mir nicht noch ein bisschen Geld dalassen, Rex? Wieso? 5 Pfund würden mir reichen. Aber ich habe dir doch erst vor 2 Wochen 5 Pfund gegeben. Ich weiß schon, ich gebe immer zu viel aus, aber du willst doch, dass ich hübsch bin. Ja, aber nichts für andere. Amber, es ist vieles anders geworden. Zuerst habe ich mir nichts weiter als ein reizvolles Abenteuer versprochen. War es nicht reizvoll? Ich möchte dich nie mehr verlieren. Ich möchte dich heiraten, Amber. Mich heiraten? Ja, willst du nicht? Nein, ich kann nicht. Sei mir nicht böse. Gibt es jemand anders? Ja, antworte. Hast du mich etwa schon mal mit jemand anders gesehen? Nein, noch nicht. Es würde mir auch leid tun, seinetwegen. Ich warne dich, Amber. Nein, es gibt keinen anderen. Amber, ich muss weg. Ich werde vielleicht lange bleiben. Ich möchte dein Versprechen mitnehmen. Bekomme ich die 5 Pfund? Natürlich, Liebling. Ich hoffe, dass du nicht leichtsinnig bist. Du liebst mich doch nicht, wahr? Sind wir nicht stets glücklich miteinander gewesen? Ich bin keine so gute Schauspielerin. Meine Gedanken werden immer bei dir sein. Jetzt habe ich keine Schulden mehr an Mutter Rotkäppchen. Jetzt muss sie mir mein Kind wiedergeben. Ach, das freut mich. Du gehst gleich morgen früh hin und bringst dir das Geld. Dann bringen wir den kleinen Bruce aufs Land, irgendwo hin, wo es schön ist. Sag mal, heiratst du ihn etwa wirklich? Hauptmann morgen? Unsinn. Du weißt doch, ich liebe Bruce. Doch, das weißt du, ich besser als du manchmal. Aber der Hauptmann weiß es nicht. Also wie schaffst du das nur, Amber, dass du alle Männer so um den Finger wickelst? Wenn du dabei nur nicht mal an den Falschen kommst. Nein. Und dann soll jeder dieser Frohnzahl, die mit uns herbe Tag und Nächte duldet, die Wohltat eures jungen Glückes teilen. Ich übergebe sie euch als Braut und Liebste. Ich danke euch, edler Fürst. Und du sagst nichts, mein Kind? Ich glaubte doch zu wissen, dass Herz und Herz sich schon verbannt. Ich breche nicht mein Wort. Ich bin nun dein. Mich nötigt deine Treue zum Verein. Gut scheint jetzt alles. Möge es glücklich enden und bitteres Leid in süße Lust sich wenden. Orangen. Saftige Orangen. Wenn sich Verwirrung löst zu frohem Ende wie in diesem Spiel und Leid und Gram und Schmerz in jubelnd Glück sich wandelt, dann ist das Ende gut. Und ist auf euch ein heiterer Glanz gefallen, sind wir am Ziel. Und haben wir gefehlt, so bitten wir verzeiht. Euch war das Spiel und unsere Kunst geweiht. Claire. Madame wird zu einem zwanglosen Souper erwartet. Der Wagen für euch steht bereit. Würde Madame sich freundlichst beeilen? Ja, so muss man sich eben machen. Oh, Amber. Nein! Du, was ziehst du denn da bloß an? Ich weiß nicht, vielleicht das Geld... Amber! Oh, Herr, entschuldige, ich habe jetzt keine Zeit. Wirklich nicht. Tja, dann will ich dich nicht aufhalten, aber... Sir Thomas? Sir Harry? Mrs. Sinclair hat mich gebeten, Sie bei euch zu entschuldigen. Sie kann leider eure Einladung nicht Folge leisten. Aber versteht denn die Person nicht? Es ist doch nicht meine Einladung. Sie versteht schon, aber sie war so überwältigt von der Ehre, dass ihr ganz schlecht davon geworden ist. Ich kann warten. Ob ihr es durchhaltet? Sie wird ein paar Wochen lang kaum das Bett verlassen, aber ein andermal vielleicht.
und übermittelt seiner Majestät meine besten Wünsche für sein eigenes Wohlbefinden. Hast du mich eigentlich vermisst, Bruce? Wenigstens ein bisschen. Mehr als ein bisschen sogar. Ich war selbst erstaunt. Ich bin ja sehr gespannt auf deine Überraschung. Und ich auf dein Gesicht. Warte hier, bitte. Erzähl! Unser Sohn weiß aber, was er will. Hilfe, ich geb's auf. Ich soll dir was erzählen. Was denn, mein Sohn? Indianer. Von den Indianern? Also pass auf. Ich erzähle dir jetzt von meinem großen Freund, dem Indianerhäuptling Mattacomset. Weißt du, was das bedeutet, Mattacomset? Nein. Mattacomset heißt der Mann, der von niemand Angst hat. Du hast doch auch von niemand Angst. Nein. Na also, dann bringe ich dir von meiner nächsten Fahrt einen Tomahawk mit. Bruce, willst du ihm nicht mal was anderes erzählen als immer von deinen Wilden? Auf Mattacomset lasse ich nichts kommen. Ich kann dir nur sagen, der ist mehr wert als irgendjemand, den ich am Hof in London kenne. Komm, Bruce. Mrs. Chiverton bringt dich jetzt zu Bett. Komm, sag mir gute Nacht. Schlaf gut. Morgen früh suchen wir Vogelnester. Träum schön. Jetzt werde ich allmählich eifersüchtig. Ich bin stolz auf meinen ersten Sohn. Das kannst du auch sein. Er macht so viel Freude. Ich werde den Tag nie vergessen. Es war wunderschön hier. Ach, wirklich? Es wäre gar nicht mal so schlecht, auf einer Farm zu leben, den eigenen Acker zu bestellen, eine Familie zu gründen. Ich wusste gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Wo hast du eigentlich das Rezept für Bohnen mit Speck her? Ich bin doch auf einer Farm groß geworden. Ich habe gerade heute wieder dran gedacht. Du bist im Grunde genauso geblieben, wie ich dich in Mary Green kennenlernte. Aber Bruce, ich habe mich doch sehr verändert. Ich habe lesen gelernt und ich bin beinahe schon eine Dame. Ich kann mich neben jeder anderen bei Hof sehen lassen. Richtig, Amber. Du, Bruce, es wird ganz wunderbar werden. Ich gehe ab vom Theater, wir nehmen uns ein Haus in London, Bruce. Ein Haus im besten Viertel von London, das einen schönen großen Garten hat. Und wir geben viele Feste und laden den Hof dazu ein, bloß nicht die Castlemaine. Dann ist der sowieso in Ungnade gefallen. Bruce, was hast du denn? Ich bin bald wieder auf See, Emma. Du willst also ein Pirat bleiben dein Leben lang? Vielleicht, der Hof gefällt mir nicht. Aber das Leben auf See findest du schön. Schöner als das Leben in London. Was würdest du tun, Bruce, wenn ich mich auf deinem Schiff verstecken würde? Ich würde dich in Eisen legen, aber was würde Hauptmann morgen tun? Hm? Ich hab dir gesagt, morgen bedeutet mir nichts. Ach, mir hat man anders berichtet. Na ja, Bruce, er hat mir geholfen und er hat meine Schulden bezahlt. Vermutlich weiß er auch, dass wir hier zusammen sind, nicht wahr? Was ich tue und was ich lasse, das geht Hauptmann morgen gar nichts an. Bitte glaub es mir, Bruce, es gibt niemand anderen, nur dich. Es wird auch niemals einen anderen für mich geben. Ich habe nie danach gefragt, Amber. Aber ich möchte, dass du es weißt. Also dann, Amber. Du hast doch noch Zeit, Bruce. Wenn es dir Freude macht. Ich möchte die Minuten festhalten. Ich werde mich an jeden Augenblick erinnern, wenn du fort bist. Wie du plötzlich in der Tür standst. Wie deine Hand auf meinem Arm liegt. Wie nahe wir einander waren. Wirst du es vergessen?
Es fällt mir nicht leicht, fortzugehen. Ach, Bruce, willst du es dir nicht noch überlegen? Sieh mal, wir brauchen ja nicht in London zu bleiben. Wir ziehen irgendwo hin aufs Land. Ich tue, was du willst, Bruce, aber geh nicht fort, nein. Rex! Milord Carlton? Guten Abend, Sir. Ich hoffe, Lord Carlton, ihr seid euch im Klaren darüber, dass ihr mich in meiner Ehre empfindlich beleidigt habt. Rex! Ich versichere euch, Sir, es war nicht meine Absicht. Meine Freunde werden in etwa einer Stunde bei euch vorsprechen und das Weitere festlegen. Guten Abend, Milord. Ich stehe euch selbstverständlich zur Verfügung, Hauptmann. Aber wollen wir nicht versuchen, die Sache gütlich beizulegen? Ich kenne Madame von früher. Ich konnte nicht wissen, dass ich euch beleidige, wenn ich ihr meine Aufwartung mache. Seit wann ist es üblich, eine Dame aufzusuchen, die einem anderen Mann die Ehe versprochen hat? Nein, nein, ich... Ich stehe euch zur Verfügung. Rex! Rex! Lass ihn gehen! Schäm dich! Du schlägst dich doch nicht mit ihm? Ja! Freut es dich? Der weiß ja überhaupt nicht, wofür er kämpft. Bruce, du glaubst doch nicht etwa, ich mache mir Sorgen um ihn. Das solltest du aber. Du wolltest ihn doch heiraten. Hast du es ihm nicht versprochen? Überhaupt nichts habe ich versprochen. Wenn er sich einbildet, ich würde... Ach, ich muss mir dieselben Vorwürfe machen wie dir. Wir beide haben uns etwas sehr Wertvolles und Schönes zerstört. Ich an deiner Stelle werde froh sein, wenn er es überlebt. Und wenn er dich nicht rauswirft, dann geh wieder zu ihm. Aber hoffentlich wirft er dich raus. Fertig? Fertig. Fertig? Fertig. Also, meine Herren? Fertig. Fertig. Achtung, meine Herren. Darf ich fragen, Hauptmann, ob eurer Ehre Genugtuung geleistet ist, sobald Blut fließt? Nein, Milord, nicht wenn Blut fließt, erst wenn einer von uns tot ist. Lasst es damit genug sein, Hauptmann. Zieht euren Degen, Sir. Drüben liegt ein Mann im Sterben. Geh zu ihm.
Ich danke euch. Mylord. Bruce, ich... Herrgott, nochmal, haben wir beide noch nicht genug auf dem Gewissen? Ein toter Mann und ein Kind, das keinen Namen hat? Möge Gott uns unsere Sünden vergeben. Tretet ein, Mylord. Ich hoffe, ihr befindet euch wohl, Mrs. St. Clair. Oh ja, Mylord. Ich fühle mich nur ein wenig angegriffen. Ich verstehe. Zweifellos hat der plötzliche Tod eures Verlobten... Ja, bestimmt. Darf ich euch meines herzlichsten Beileids versichern, Madame? Nur deshalb habe ich euch aufgesucht. Ich bin euch dankbar, Mylord. Auch mich haben Leid und Schmerz nicht verschont. Vor 2 Jahren verlor ich in Italien meine geliebte Gattin. Oh, das bedauere ich von Herzen. Und woran starb eure Gattin? Sie starb an einer mysteriösen Krankheit, die den Ärzten unbekannt war. Wie traurig für euch. Ja, es war eine harmonische Verbindung. Sie liebte den Luxus und das Leben, das ich ihr bieten konnte, und ich bewunderte ihren Charme und ihre wirklich außergewöhnliche Schönheit. Ich bewunderte sie bis zu dem Augenblick, wo ja. sie... wo die Arme starb. Ja, ich glaube, ich verstehe euch. Ich belaste euch auch noch mit meinem Schmerz. Möge die Zeit auf euch den gleichen heilenden Einfluss ausüben wie auf mich. Ich danke euch, Mylord. Sobald ihr gefasster seid, werde ich mir die Freiheit nehmen, nochmals vorzusprechen. Kannst du dir das vorstellen, Nen? Ich habe doch das Gefühl, dieser Satan will mich heiraten. Oh, Amber, ist das wahr? Dann wirst du ja Gräfin Radcliffe. Ja. Ich möchte nur wissen, woran seine erste Frau gestorben ist. Ist es nicht ein wunderschöner Tag? Ja, herrlich. Erlaubt mir hinzuzufügen, Madame, dass ihr es seid, die ihm seinen Glanz gibt durch eure strahlende Gegenwart. Ich beneide mich beinahe selbst. Meine Glückwünsche. Ich gratuliere. Und ich danke euch vielmals. Habt Dank, Milady. Es war wirklich ein Erlebnis. Unser lieber Bischof hat nie mehr so gepredigt, seit er sein schreckliches Gallenleiden hat. Und alles wirkte so vornehm. Wir sind eben seit Jahren nicht mehr unter uns gewesen. Das verdanken wir der Pest in London, Milady. Die vornehmen Leute haben alle fluchtartig die Stadt verlassen. Ach bitte, Mylord, meine Nerven. Ich bin so zart beseitigt. Oh, lieben Konstanze. Ich bin absolut deiner Ansicht. Ich weiß, wie London übervölkert ist. Aber schließlich hat man noch ein gewisses Mitleid mit den Leuten. Sie sterben ja wie die Fliegen. Ihr verzeiht, Milady. Mylord? Reizen. Ich kenne eine reizende Person. Hat er im Theater gefunden? Oh, Schnuppelchen. Schämst du dich nicht, so etwas in den Mund zu nehmen? Ihr nehmt doch nicht etwa an, wir glauben. Aber ihr dürft es getrost, Lady Retten. Es entspricht der Wahrheit. Meine Gemahlin sah sich durch die Widrigkeit der Umstände gezwungen, öffentlich auf einer Bühne aufzutreten. Aber ich habe mich dazu entschlossen, das, was einmal gewesen ist, zu vergessen. Und ich habe es mir vom ersten Augenblick unseres gemeinsamen Lebens an zur obersten Pflicht gemacht, mich Madames Erziehung zu widmen. Darf ich bitten? Mit Vergnügen. Harry! Darf ich euch herzlich gratulieren, gnädigste Gräfin? Du hast recht gehabt, Amber. Man muss viel aufs Spiel setzen, um viel zu gewinnen. Ach, rede doch keinen Unsinn, bitte. Was wollt ihr? Immerhin ist heute meine Hochzeit. Ihr dürft euch sogar ein bisschen betrinken. Ich tue schon die ganze Zeit. Das verstehe ich. Dein Mann war ein Freund meines Vaters, Gräfin. Wenn er jünger wäre, hätte er mich nie im Leben geheiratet. Wenn er älter wäre, hätte er es nicht mehr gekonnt. Du hast erreicht, was du wolltest. Geld und einen Namen. Einen besseren, als Bruce zu vergeben hat. Was meinst du, Harry? Ein Baron kann mit einer Gräfin zufrieden sein, oder? Doch, wenn sie nicht gerade mit einem Ehemann behaftet ist. Der Ehemann ist kein Problem. Wir haben eine Art Abmachung getroffen. Er wollte eine junge Frau und ich will einen Titel. Und ewig kann er ja schließlich nicht leben. Du, der bringt's fertig und überlebt dich noch. Aber glaubst du, dass Bruce die Sache so sieht wie du? Alles, was ich getan habe, habe ich für Bruce getan. Na, wollen wir hoffen, dass er Verständnis dafür hat. Vielleicht fragst du ihn selber. Ich habe ihn vorgestern in London getroffen. In London? Ja. Er bekommt keine Leute, um seine Ladung zu löschen.
Die wenigen, die noch da sind, haben sich in ihren Wohnungen eingeschlossen. Ihr wisst wahrscheinlich, wo sein Schiff liegt. St. Paul's Werft. Du wirst doch keine Dummheiten machen. Oh, Harry, ihr müsst mir einen Gefallen tun, bitte. Sagt meinem Gemahl, ich müsste eben mal weggehen. Euch wird schon irgendetwas einfallen, aber es muss ein bisschen vernünftig klingen. Vernünftig? Amber! Nix Londra, Signora! Ich nix Londra! C'è la peste in Londra! Willst du mich fahren? Ich gebe dir 5 Pfund dafür. 10! Ich tue es nicht für 100 Pfund, Milady. Solange die Pest dauert, kriegt mich kein Mensch nach London. Meine Amber, ich weiß, wie sehr sie an ihrer Großmutter hing. Als sie die Nachricht bekam, war es aus mit ihrer Fassung. Galeazzo! Ich nichts habe Schuld, Exzellenza. La Signora, sie wollte wegfahren nach Londra. Verdammter Idiot! Halt! Halt, Madame! Ich muss doch hier durch. Befehl des Bürgermeisters, die Straße ist gesperrt. Versucht's da drüben, vielleicht habt ihr Glück. Wahnsinnig, was machst du denn hier? Ich habe gehört, dass du da bist. Mach, dass du wieder wegkommst, so schnell wie möglich. Wir haben schon 3 Tote an Bord. Ach, Bruce, ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Was hast du denn? Bist du krank? Nein, wir arbeiten Tag und Nacht, damit wir rauskommen aus dieser verdammten Pesthöhle. Aber jetzt haben wir es bald geschafft. Willst du dich nicht ein bisschen ausruhen und etwas essen? Mein Wagen steht da drüben. Bitte, Bruce, sag ja. Mr. Ross! Ja, Milord! Ich bin gleich wieder da. In Ordnung, Milord. Ich steige aus. Ich kann nicht mehr. Vielleicht habe ich... Oh, Bruce, wie kannst du sowas denken? Du bist nur übermüdet. Hey! Hallo, Wache! Halt! Er muss von der Straße weg. Ich gebe euch 10 Pfund, wenn ihr uns in das Haus da lasst. Werft's auf die Erde! Lass mich, Amber. Nicht Bruce. Geh weg, Amber. Geh weg. Ah.
Wer ist da? Ich bin die Pflegerin, Mrs. Bond. Ihr wolltet doch schon gestern kommen. Immer hübscher Reihe nach, es kommt jeder dran. Na, die Pestbeule hat er. Tja, sieht ziemlich übel aus. Aber wenn keine da wäre, käme er niemals durch. Und wann setzt die Krise ein? Schwer zu sagen, Täubchen. Manchmal fangen sie an zu toben, wenn es soweit ist. Oder sie sind still. Wollen mal sehen, wie das Ding morgen früh aussieht. Und für den Notfall habe ich mein Messer mit. Tja, viel Zweck hat sowieso nicht mehr mit dem. Wie der aussieht, liegt ihr nie mehr mit ihm im Bett. Und ich sage euch, er stirbt nicht. Um was wollen wir wetten? Meinen doppelten Lohn gegen seine Leiche. Nein, rührt ihn mir nicht an. Ich sehe nach ihm. Geht in die Küche und räumt auf. Ist der Kram gerade. Haltet ihr. Wo ist die Leiche? Da, auf dem Boden. Ja.
Ich bin ja bei dir. Schnell, Amber, schnell. Du musst, Amber. Schnell! Aber Zeit, dass ich meine Haare... Nein, du bleibst hier. Bleib hier. Bleib. Ich will dich, wie du bist. Carlton? Ja? Ich bin Graf Radcliffe. Wo ist sie? Wo ist wer, Milord? Meint ihr etwa Mrs. Sinclair? Ich meine die Gräfin Radcliffe. Meine Gemahlin hat euch während eurer Krankheit gepflegt. Ich habe sehr viel Mühe aufwenden müssen, euch hier zu finden. Emma ist eure Frau? Ist sie hier? Im Augenblick nicht. Sie wollte etwas zu essen holen. Ich würde vorschlagen, wir sprechen in aller Ruhe darüber. Ein Glas Wein, Milord? Danke. Aber es stört euch wohl nicht, wenn ich trinke. Ich muss gestehen, Milord, dass mir eure Eröffnung ein wenig unerwartet kommt. Darf ich mir die Frage erlauben, was ihr vorhabt, Milord? Ich habe nichts anderes vor, als die Gräfin abzuholen. Habt ihr die Absicht, mich daran zu hindern? Leider habe ich nicht die Möglichkeit, das zu tun. Und ich habe auch kein Recht dazu. Das freut mich zu hören. Ich bin früher nie einem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Aber ich bin inzwischen älter geworden. Ich nehme an, ihr erwartet eine Erklärung von mir. Ich verlange keine über das Vergangene. Aber ich gebe zu, dass ich ein gewisses Interesse habe an euren künftigen Plänen. Ich bin mir in diesem Moment darüber klar geworden. Ich habe schon lange daran gedacht, nach Virginia zu gehen. Glaubt ihr, dass meine Gesundheit mir die Reise jetzt bereits erlaubt?
Ja, zweifellos, Mylord. Darf ich eurer Lordschaft aufrichtig beglückwünschen? Ihr seid ein beneidenswerter Mann. Ich stehe bei Milady in so hoher Schuld, dass ich sie niemals im Leben begleichen kann. Wäre es deshalb zu viel verlangt, wenn ich euch bitte, ihr meinen Dank und meine besten Wünsche zu übermitteln? Sie wird es zutiefst bedauern, dass ihr ohne Abschied geht und sie niemals wiedersehen werdet. Ihr entfaltet ja weibliche Tugenden in dieser Umgebung, Madame. Vielleicht bringt das zurückgezogene Leben in Radcliffe Manor es fertig, euch auch die wichtigste weibliche Tugend zu lehren. Wo ist Bruce? Was ist mit ihm? Er lässt euch grüßen. Er ist aus freiem Entschluss gegangen. Seid ihr soweit, Madame? Von Worcester, Lady Anne Somerset, Graf und Gräfin Radcliffe. Sir Thomas und Lady Bradcliffe. Eusebius, da trifft einen doch der Schlag. Kommt dir das Gesicht nicht auch bekannt vor? Aber natürlich, das ist doch diese Schauspielerin. Der König ist nicht hier. Sehr bedauerlich, besonders weil ihr erst nächstes Jahr wieder Gelegenheit habt, bei Hof zu erscheinen. Ihr müsst euch schon bis dahin gedulden. Nächstes Jahr? Soviel ich weiß, Mylord ist hier jede Woche ein Ball. Ich halte einen Besuch im Jahr für das Äußerste, was euch zuträglich ist. Ich habe vor, morgen mit euch aufs Land zurückzukehren. Aber... Ich befürchte, dass die Luft in London eure Nerven zu sehr angreift, Madame. Darf ich euch bitten zu lächeln? Das sind ja unsere lieben Radcliffes, Gott sei Dank. Wir fühlen uns hier vollkommen fehl am Platz zwischen altem und jungem Volk. Oh, ich wollte euch nicht beleidigen. Euch rechnen wir selbstverständlich zu uns, meine Liebe. Das ist fast zu viel der Ehre. Das verstehe ich. Ich finde es auch viel zu laut. Suchen wir uns lieber einen ruhigen Platz. Ja, Sebastian, du hast recht. Ich habe ohnehin vorgehabt, unsere liebe Gräfin in die Perlhundzucht einzuweihen. Milord. Gestattet, dass ich eure Gemahlin entführe. Milady. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass ihr uns meines Wissens noch nicht vorgestellt worden seid. Ich glaube, da muss Charles persönlich kommen. Der Arme zappelt noch in einem anderen Netz. Aber wenn der hier frei herumschwimmen könnte... Majestät? Charles, du bist noch nicht umgezogen, es wird Zeit. Ich habe den ganzen Nachmittag geholfen, das Feuer zu löschen. Hätte ich's vorher gewusst, was mein geliebtes Volk von seinem König erwartet, hätte ich's mir überlegt. Du bist selber dran schuld, Charles. Wer zwingt dich dazu, gleich mit einem Eimer in der Hand aus dem Palast zu stürzen, wenn irgendwo mal ein kleines Feuer ausbricht? Das kleine Feuer scheint sich diesmal zu einem hübschen großen Brand zu entwickeln. Der Ball hat bereits begonnen. Wenn du dich vielleicht hier umziehen möchtest? Nein, die Königin wartet auf mich. Die Königin? Du gehst doch nicht etwa mit ihr auf den Ball. Tja, es wird dir nicht schwerfallen, einen Begleiter zu finden. Wenn es sich ergibt, werde ich dich irgendwann um einen Tanz bitten. Ich verzichte drauf. Ich werde überhaupt nicht hingehen, weil mir diese Vogelscheuche doch nur die Laune verdirbt. Ich musste doch die arme kleine Florette gestern aufs Land zurückschicken. Die mit dem weißen Fleck am Ohr? Das war doch die hübscheste von allen. Tja, aber selbst wenn man noch so hübsch ist, liebe ich nicht, wenn man mir auf die Nerven fällt. Kommt, meine Kinder. Wieder so heran.
heranwächst und heranwächst. So, all schon die in meiner kleinen Hühnerchen. Seine Majestät der König, Ihre Majestät die Königin. Verzeiht, Madame, ihr seid bei Hof und nicht auf der Bühne. Seit Jahren habe ich eine Chance, mich zu amüsieren, und die nehme ich auch wahr. Ein Bericht über das Feuer, Majestät. Vielleicht bietet ihr ihn meinen Gästen. Sie langweilen sich noch mehr als ich. Miladies und Milords, soeben erhalten wir die Nachricht, dass das Feuer inzwischen auf Blackfriars übergegriffen hat. St. Paul's steht bereits in Flammen und seit 2 Stunden auch die neue Börse. Wer ist denn die da beim alten Radcliffe? Seine Frau, Majestät. Entschuldigt mich, Madame. Euer Majestät, werden sich zweifellos daran erinnern, dass wir die Dame bereits vor einiger Zeit... Oh ja, 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 ja. Ja, ja. Euer Majestät. Ich hab's mir anders überlegt, Majestät. Eure Einfälle sind wie eure Kleider, Madame. Sie wollen überraschen, stattdessen langweilen sie. Ich beglückwünsche euch, Milord. Ihr habt eine bezaubernde Frau. So gütig, nee, es ermüdet uns, immer die gleichen lieben Gesichter zu sehen. Wenn ihr freundlichst erlaubt, Milord. Für mich ist der rührendste Beweis von Ergebenheit die Großmut eines Ehemannes. Es ist großmütig von Eurer Majestät, mich zu bemerken. Nicht zum ersten Mal, wenn ihr euch erinnern könnt. Ich dachte nicht, dass ihr es noch wisst. Ich habe noch nicht oft Absagen in meinem Leben erhalten. Ihr wisst, dass ich an einer heftigen Krankheit niederlag. Ja, das hat man mir erzählt, bloß seinen Namen wusste man nicht. Ein Mann, der einmal abgewiesen wurde, fragt nicht ein zweites Mal, bevor er nicht die Antwort kennt. Für eine Frau ist es manchmal schwierig zu entscheiden, wem sie Gehorsam schuldig ist. Ihrem Ehemann oder ihrem König? Milady, als toleranter Monarch würde ich die Entscheidung stets der betreffenden Dame überlassen. Meinen Dank, Milord. Es würde mir ein besonderes Vergnügen sein, wenn ihr noch zum Souper bleiben würdet. Oh, Euer Majestät sind wirklich zu gütig. Ich... Milord, selbstverständlich auch. Nur eure Müdigkeit dürfte es nicht gestatten. Ich fürchte, so ist es, Sire. Wir dürfen uns verabschieden. Vielleicht bleibt die Gräfin hier. Ihr dürft sie getrost meiner Obhut übergeben. Ihr würdet doch gern bleiben. Oh ja, Euer Majestät. Ihr habt durch eure Güte, Milady, verwirrt, Majestät. Aber wir sind sozusagen noch in den Flitterwochen. Und wir wären untröstlich, wenn wir auch nur für einige Minuten getrennt würden. Wir werden zusammen nach Haus gehen. Mit eurer Erlaubnis, Majestät. Verzeiht, aber ich muss euch diesmal widersprechen. Sollten wir nicht vielleicht seiner Majestät zuliebe auf unsere privaten Wünsche verzichten? Ihr seid sehr liebenswürdig, Madame. Aber da mein Wunsch in keiner Weise ein Befehl sein ihr soll... Ihr gestattet also, Sire, dass wir uns hiermit verabschieden. Das Feuer hat inzwischen schon so weit um sich gegriffen, dass ich Radcliffe House für bedroht halte. Unglücklicherweise liegt es nicht so günstig wie Whitehall.
Sire, darf ich mir erlauben, Euer gnädigsten Majestät vorzustellen, die Damen Lady Elisabeth und Lady Rosemary Seymour. Ich wünsche euch eine geruhsame Nacht, Madame. Danke, Milord. Amber, du kommst schon so früh nach Haus? Ich habe den Kleinen besucht. Er sieht prächtig aus, Amber. Er fragt so nach dir. Du musst ihn mal besuchen. Besorgst du mir sofort eine Kutsche. Ich fahre noch mal zum Palast. Das darfst du nicht tun. Warum nicht? Amber, das merkt er bestimmt. Das ist mir vollkommen gleichgültig. Der bringt uns doch beide um. Das traue ich dem zu. Hör auf mit dem Gejammer und tu, was ich dir sage. Dieses blöde Pack her! Ich scusate, Excellenza. Sind beste Leute, ich konnte finden überhaupt. Halt's Maul! Die Kerle ruinieren mir alles, was noch übrig ist. Aber Signore, wir tun alles, was wir... Um Gottes Willen, Milord! Madame ist noch oben in ihrem Zimmer. Du mach, dass du wegkommst. Nehmt euren Mantel. Wohin gehen wir, Milord? Zurück aufs Land. Diesmal für immer. Und glaubt mir, Madame, dass ich mir den Respekt noch verschaffen werde, der einem Ehemann gebührt. Ehemann? Findet ihr das Wort nicht ein bisschen lächerlich? Wir haben einen Vertrag gemacht und ihr habt dabei mehr gewonnen als ich, Milord. Ihr seid im Irrtum, Milady. Immerhin seid ihr Gräfin Radcliffe. Das bedeutet eine Verpflichtung. Und weil ihr von einem Vertrag sprecht, Milady, ihr habt die Bedingungen nicht eingehalten. Ich weiß nicht, was das heißen soll, Milord. Es gibt offenbar eine Haltung, die nicht zu erlernen ist. Man hat sie von Geburt an. Meint ihr? Damit imponiert ihr mir gar nicht. Als Mann jedenfalls ist jeder ungewaschene Bauernbursche mehr wert als ihr, Milord. Ich bin immerhin euer Ehemann und ich verlange Respekt von euch. Ihr wollt Respekt? Dann, Milord, da habt ihr euren Respekt. Lasst mich los! Lasst mich los! Du dreckige Hure! Das Feuer! Ja, das Feuer. Die Flamme reinigt, Milady. Selbst die Wahl getroffen.
Oh, exquisit. Wenn Madame wünschen, wir machen ihr Merlocken. Non, 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 merci. C'est parfait, Monsieur Louis. Vous êtes très aimable, Madame. Oh, Sir Robert, ihr habt mir gestern ein Präsent geschickt. Stimmt's? Dies Armband, glaube ich, war's. Eine bescheidene Aufmerksamkeit. Ein Tribut an eure Schönheit, Madame. Und was wünscht ihr dafür von seiner Majestät? Gar nichts, Milady. Das heißt nichts für meine Person. Aber mein jüngster Bruder möchte heiraten und da gerade ein Posten bei der Admiralität frei wird. Oh, guten Morgen, mein Herzchen. Darf ich eintreten, Madame? Oh, Bruce, mein kleiner Liebling. Wie reizend, dass du mich besuchst. Meine Herren? Milord, Milord. Ich muss wirklich sagen, unser kleiner Lord ist einfach bezaubernd. Milady ist wirklich zu beneiden. Ein besonders hübsches Kind. Willst du einen Spaziergang machen? Komm mit uns, ja? Bitte, bitte. Mein kleiner Schatz, das ist eine galante Einladung. Aber leider bin ich schon mit einem anderen Herrn verabredet. Ja, Mutter. Aber du bleibst trotzdem mein treuester Kavalier, ja? Ja, Mutter. Du weißt, Nen, er darf nur mit Kindern spielen, die mindestens den gleichen Rang haben wie er. Der Bengel, mit dem er sich gestern geschlagen hat, war ein Herzog. Guten Morgen, Bruce. Guten Morgen, Majestät. Ich verstehe das nicht. Kein einziges meiner Kinder hat so königliche Manieren wie du. Sie haben eben zu viel von ihren Müttern. Seid ihr fertig, meine Liebe? Eure Majestät habe ich noch niemals warten lassen. Nicht übertreiben, Madame. Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass eine Frau gewisse Vorrechte hat. Das heißt, wenn sie so schön ist wie ihr, meine Liebe. Aber Kinder, Kinder, was ist denn das für ein Benehmen? Ich will doch nicht hoffen, dass ihr euch in den Herren unseres Hofes ein Beispiel nehmt. Sehr witzig war es nicht, das gebe ich zu, aber ein kleines Lächeln wäre es vielleicht wert. Donnerwetter, das ist doch dieser verflixte Carlton. Aber was ist das für eine Frau? Sir Thomas, führt die beiden her. Verzeiht, Lord Carlton. Seine Majestät wünscht euch zu sprechen. Willkommen in England, Carlton. Euer Majestät? Wollt ihr mich nicht mit eurer Dame bekannt machen? Gern, Sir. Ich habe die Ehre, euch meine Frau vorzustellen. Ich bin entzückt, Madame. Meinen Glückwunsch, Carlton. Ich habe nichts von eurer Heirat gewusst. Wir haben erst vor einem Jahr geheiratet. Drüben in Virginia. In Virginia? Wenn das Land noch mehr so ungeahnte Schätze birgt, werde ich mich in Zukunft doch ein wenig mit den kolonialen Angelegenheiten beschäftigen müssen. Gräfin Radcliffe, Lord und Lady Carlton. Gräfin Radcliffe und ich sind alte Freunde. Ach nein. Was führe ich wieder zu uns, Carlton? Ich habe hier Verschiedenes zu erledigen. Ich bleibe in Virginia und möchte meinen hiesigen Besitz verkaufen. Und Lady Carlton hatte auch große Lust, London kennenzulernen. Und London freut sich, eine so charmante Vertreterin der neuen Welt kennenzulernen. Und ich hoffe auf einen baldigen Besuch Miladys in Whitehall. Euer Majestät Güte würde mich überwältigen, wenn man mich nicht schon darauf vorbereitet hätte. Hört ihr, Amber, und bei uns erzählt man sich, Amerika wäre ein barbarisches Land. Ja, Sir. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Ihr werdet von uns hören, Milord. Meine Liebe. Kommt, meine Kinder. Noch immer keine Antwort? Nein. Ich habe den Brief abgegeben, genau wie all die anderen. Der Diener sagt, er würde ihn Lord Carlton aushändigen. Das glaube ich nicht. Sonst wäre er doch längst gekommen. Er möchte vielleicht nicht kommen, Amber. Weshalb nicht? Zwischen Bruce und mir hat sich nichts geändert und es wird sich nichts ändern. Er hat jetzt eine Frau. Ich war auch mal verheiratet. Ja, aber er liebt sie vielleicht, Amber. Bruce? Das wäre doch lächerlich. Hoffentlich findet er nicht, dass ich alt aussehe. Er weiß doch, dass ich bald 25 werde. Lord Carlton, Milady. Gut, ich komme sofort. Siehst du, Nen, ich habe dir doch gesagt, dass sich nichts geändert hat. Komm, hilf mir schnell. Die
gnädige Frau lässt bitten, Milord. Gruß? Sie erfreut, Milord. Bruce, kennst du mich nicht? Nein. Ich bin doch dein Vater. Ja, aus Amerika? Ja. Komm doch mal her. Letztes Mal warst du fast noch ein Baby und jetzt bist du schon so groß. Ich werde bald Page, weißt du? Das wird so schnell niemand, nicht? Freust du dich darauf? Ich weiß nicht, Vater. Aber wenn man groß ist, dann darf man sich freuen. Ich hab dir was mitgebracht. Einen Tomahawk. Ein Tomahawk? Oh, danke, Milord. Jeder Indianer hat so einen. Kennst du viele Indianer? Doch, eine Menge. Und ein Indianerjunge spielt immer unten bei uns am Fluss. Man wartet schon auf dich, Bruce. Ja, Mutter. Nehmt doch Platz, Milord. Ja, Ember, wie lange haben wir uns schon nicht mehr gesehen? Ja, viel zu lange. Ich wollte eigentlich schon seit Tagen zu dir kommen. Ich verstehe dich, Herr Bruce. Ich weiß, die Situation ist schwierig für dich. Wenn du nicht willst, brauchst du mir nichts zu erklären. Wir vergessen einfach, dass sie da ist. Corinna? Ich wüsste nicht, was es da zu erklären gäbe. Ich kann es mir schon vorstellen. Sie ist sicher sehr reich, nicht wahr? Nein, im Gegenteil. Ihr Vater hat eine kleine Farm und muss schwer arbeiten. Ja, aber dann verstehe ich dich nicht, Bruce. Lassen wir meine Ehe aus dem Spiel. Ich möchte mit dir über Bruce sprechen. Hast du mal überlegt, was aus ihm werden soll? Was gibt es da zu überlegen? Er wird Graf Radcliffe. Der König hat ihm den Titel zugestanden. Und später wird er vielleicht noch mal Herzog. Ein Titel hat seine Vorteile, das gebe ich zu. Aber dass er einen legitimen Namen aufwiegt, glaube ich kaum. Warum hast du ihm nicht deinen Namen gegeben? Warum hast du geheiratet? Es ist noch nicht zu spät. Was meinst du? Es ist nicht leicht, dich darum zu bitten. Aber du liebst ihn doch, Ember. Und wir wollen beide sein Bestes. Ember, ich möchte ihn adoptieren und nach Virginia mitnehmen. Bruce! Wir leben in einer Krankenzeit. An uns beiden ist sie nicht spurlos vorübergegangen. Aber dem Jungen könnten wir viel ersparen. Drüben hätte er ein ganz anderes Leben. Er wäre keinem Gerede ausgesetzt. Was wird das schon einem Herzog ausmachen? Vorläufig ist der Herzog noch ein Kind. Ein Kind, das völlig wehrlos ist. Und du glaubst, deine Frau wird sich darüber freuen, wenn du ihr ein fremdes Kind bringst? Sie weiß es schon. Du, hast du sie erzählt? Auch von mir? Sie weiß deinen Namen nicht. Ach so, du hast dir ein Märchen erzählt von irgendeinem Mädchen, das dir nachgelaufen ist, das sich dir aufgedrängt hat. Nein, ich bin den Tatsachen so nahe geblieben, wie es einem Ehemann möglich ist. Das wirst du verstehen. Er ist mein Sohn und du wirst mich nicht dazu bringen, ihn deiner Frau zu überlassen. Sie hasst ihn. Sie wird ihn quälen und unglücklich machen, das weiß ich. Das sagst du, weil du sie nicht kennst. Ach, die ist auch keine Heilige. Gott sei Dank nicht. Das habe ich mir auch niemals gewünscht. Du wirst mir doch nicht erzählen wollen, dass sie auch nur halb so viel wert ist wie ich. Die würde in meiner Situation ganz was anderes getan haben. Verlass dich drauf. Ich will keine Vergleiche anstellen, Ember. Das wäre nicht fair. Aber ich stelle Vergleiche an. Sie wird dir nicht erzählt haben, mit wie vielen Männern sie zusammen war, ehe sie zu dir kam. Hör zu, Ember. Entscheide dich erst, wenn du ruhiger geworden bist. Ich will heute Nacht noch nach Essex, um den Verkauf meiner Güter zu regeln. Du hast also Zeit genug, dir alles zu überlegen. Denk nicht nur an dich. Denk auch ein wenig an den Jungen.
Natürlich war ganz London anwesend. Alles schweigt auf einmal und die Castlemaine kommt herein mit einem Mann, den niemand kennt. Na, und was meint ihr, wer das war? Ein Tänzer, ein gewöhnlicher Tänzer. Ich meine, man erwartet ja nicht viel von der Castlemaine, aber einen Rest von Geschmack hätte man ihr doch zugetraut. Ich fürchte, Milady wird den Hofklatsch auf die Dauer sehr ermüdend finden. Oh, im Gegenteil, Euer Majestät. Wir kennen so etwas in den Kolonien nicht. Oh, wie schrecklich. Das muss doch langweilig sein. Bruce und ich langweilen uns nie. Uns gibt ja auch viel zu tun. Zu säen und zu pflanzen, das Vieh zu besorgen. Wir arbeiten von früh an, bis die Sonne untergeht. Hier wacht man erst abends richtig auf. Wir haben jetzt für Bruce eine Blockhütte gebaut, damit er mal allein sein kann, wenn er will. Mein Kompliment, Milady. Ihr seid eine kluge Frau. Man müsste jedem Mann zugestehen, dass er manchmal vor seiner Frau fliehen darf. Aber dann müsste man auch der Frau zugestehen, dass sie sich für den Grund und das Ziel seiner Flucht interessiert. Ihr seid gewiss derselben Meinung, Madame. Ich bin an allem interessiert, was mein Gemahl tut. Und an allem, was er jemals getan hat. Verzeiht, Charles. Es tut mir leid. Ich habe den ganzen Abend schon rasendes Kopfweh. Wenn ihr erlaubt, ziehe ich mich zurück. Selbstverständlich, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Ich darf gewiss Lady Carlton eurer Obhut anvertrauen. Ich danke euch, Milady. Es war ein bezaubernder Abend. Ich muss mich bei euch bedanken, Milady. Oh, Sir Thomas. Seine Majestät wünscht heute auf gar keinen Fall mehr gestört zu werden. Aber Milady, seine Exzellenz der holländische Gesandte. Ich schlage vor, ihr vertröstet ihn auf morgen. Ganz wie ihr meint. Kennt ihr Gräfin Whitecliff schon lange? Ich habe sie heute zum zweiten Mal gesehen. Aber euer Gemahl kennt sie wohl schon von früher? Ja, Majestät. Ihr Sohn heißt Bruce. Ein Name, der in England sehr selten ist, nicht wahr? Ja, Sir. Milady pflegte in Gegenwart einer Rivalin bisher niemals Kopfschmerzen oder etwas Ähnliches zu bekommen. Ich versichere euch, Majestät, Gräfin Whitecliff ist keine Rivalin für mich. Aber Milady betrachtet euch als Rivalin und ich weiß, dass sie völlig unberechenbar ist. Zweifellos verfolgt sie eine bestimmte Absicht damit, uns beide heute Abend allein zu lassen. Sie will euch kompromittieren. Davon bin ich überzeugt, Sir. Und ihr habt keine Angst? Warum denn, Majestät? Und würdet ihr ebenso wenig Angst haben, wenn ihr wüsstet, dass in diesem Augenblick ein Bote an Lord Carlton unterwegs ist, der ihm mitteilt, wo ihr euch befindet? Glaubt ihr, das würde sie tun? Ich glaube, dass sie es schon getan hat. Ihr glaubt, sie hasst mich so sehr, Majestät? Ich bin davon überzeugt, Milady. Tja, was machen wir nun? Vielleicht sollte Milady doch lieber jetzt nach Hause gehen, oder nicht? Das wäre vielleicht das Klügste. Obgleich ich es sehr bedauern würde. Ich darf das als Kompliment auffassen, Sir? So war es auch gedacht. Ich war auf euren Gemahl nie sehr gut zu sprechen. Wir haben leider zu oft denselben Geschmack. Aber ich bitte euch, überbringt ihm meine besten Wünsche für eine glückliche Zukunft und sagt ihm, dass ich ihn zum ersten Mal beneide. Danke euch, Sir. Gute Nacht. Gute Nacht, Majestät. Ich wüsste gern... Ja, Sir? Wenn die Umstände heute Abend anders gewesen wären, wenn ihr einfach mein Gast gewesen wäret, ob wir uns dann anders verabschiedet hätten? Ob es nicht schöner ist, dass wir das nie erfahren werden? Geht durch die kleine Tür hinten an der Treppe. Dort wartet immer ein Wagen. Den Lady Carlton. Wo soll sie sein? Sie ist nach Haus gefahren. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du sie eingeladen hast. Frauen ihrer Art sind fast ausgestorben. Das heißt, bei uns in Whitehall sind sie sowieso immer unbekannt gewesen. Eine Frau, die ihrem Mann treu ist. Kannst du dir das vorstellen, Emma? Sieh doch mal an, Milady hat dir etwas vorgespielt. Das hat sie nicht, wenn ich es beurteilen kann. Und ich glaube, ich kann's. Du solltest den Brief da zerreißen. Wir haben uns beide geirrt, Amber. Du und ich. Aber für dich wird dieser Irrtum sehr kostspielig werden. Charles! Die Beleidigung meiner Ehre würde ich dir verzeihen. Ich gebe zu, dass niemand den König beleidigen kann, wenn ihm der König nicht selber die Veranlassung dazu gibt. Aber ich bin nicht nur König. Das weiß ich doch, Charles. Das weißt du?
Aber selbstverständlich, Charles. Ich liebe dich. Es wäre schön, wenn du es tätest. Aber du belügst dich und auch mich, Amber. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du ihn liebst. Nur verlang nicht von mir, dass ich es verstehe. Vielleicht, wenn ich nicht König wäre, hätte mich auch einmal in meinem Leben eine Frau wirklich geliebt. Aber so habe ich mich immer mit Illusionen begnügen müssen. Ich habe nie jemand geliebt und niemand hat mich geliebt. Einmal hätte es vielleicht anders werden können, wenn du heute Abend nicht alles zerstört hättest. Charles, ach, das habe ich nicht gewollt. Nein, das weiß ich. Aber es ist nicht wieder gut zu machen. Madame, ich bedauere, dass Sie Abschied nehmen von Whitehall. Ich wünsche euch viel Glück, Madame, und eine gute Reise. Kommt, meine Kinder. Mutter? Was ist denn bloß? Gehen wir fort? Ja, Bruce. Ach, Kind. Warum hast du geweint? Ich habe doch nicht geweint. Warum soll ich auch? Ich habe gar keinen Grund. Ich bin so vergnügt wie nie zuvor. Liebling, wir gehen aufs Land. Vielleicht gefällt es dir dort nicht so gut wie hier. Doch, bestimmt. Wenn du auch gehst. Ach, Liebling, es wird sehr hübsch werden. Wir zwei werden sehr viel Spaß haben. Du freust dich auch drauf, nicht wahr? Ja? Sir Thomas Dudley, milady. Spiel noch ein bisschen, ja? Majestät hat euch einen Wagen zur Verfügung gestellt, milady. Sobald ihr gepackt habt, sagt Bescheid. Ja, Sir Thomas. Selbstverständlich braucht ihr London nicht sofort zu verlassen, wenn ihr nicht wollt. Was soll ich denn sonst tun? Dürfte ich ergebenst anfragen, ob milady vielleicht heute Abend zum Souper frei ist? Eure ergebene Anfrage, Sir Thomas, würde ich schon beinahe als eine Unverschämtheit bezeichnen. Ich brenne seit Wochen vor Ungeduld, euch meine Bewunderung zu Füßen zu legen. Milord, Sir Thomas. Ich komme früher, als ich beabsichtigt habe, Amber. Das Schiff nach Virginia fährt schon morgen. Schon morgen? Ja, ich habe hier soweit alles geregelt. Und ich habe das Gefühl, meiner Frau gefällt London noch weniger, als ich glaubte. Hast du dich schon entschieden? Du kennst ja meine Antwort, Bruce. Ich trenne mich nicht von ihm. Ich weiß, ich kann dich nicht zwingen. Ich bitte dich nur, denke an den Jungen. Meinst du denn, dass diese Umgebung für ihn gut ist? Bruce, möchtest du vielleicht wissen, wo dein Sohn zur Welt kam? Damals hast du nicht gefragt, ob die Umgebung gut für ihn war. Er kam zur Welt in einem Haus von Verbrechern. Sein Pate war ein gefürchteter Räuber. Seine Hebamme eine Mörderin. Und wenn ich nicht für ihn gestohlen hätte, dann wäre er verhungert. Jetzt begreife ich erst, was ich eigentlich von dir verlange, Amber. Ich bitte dich trotzdem darum. Und ich sage dir nein, niemals. Er würde sowieso nie im Leben mit dir gehen, denn er liebt mich. Hast du denn bis jetzt irgendetwas für deinen Sohn übrig gehabt? Na also, dann müssen wir ihn eben selbst fragen. Nein, Bruce soll kommen. Du wirst ja sehen, wessen Sohn er ist. Amber, du kannst doch nicht dein sechsjähriges Kind Dinge entscheiden lassen, die es überhaupt noch nicht begreift. Ja, bitte, Mutter. Bruce, hör mal zu. Dein Vater ist hier, weil er möchte dich nach Virginia mitnehmen. Nach Virginia? Oh, darf ich mit? Oh, Vater, ich möchte gern, bitte. Wenn deine Mutter es dir erlaubt, dann darfst du mit. Zu den Indianern, Vater, ja? Gibt's da auch Affen? Schenkst du mir dann einen Pony? Fahren wir gleich? Morgen. Mit einem großen Schiff? Ja, mit einem ganz großen Schiff. Oh, da freue ich mich aber. Du kommst doch auch mit. Ja, Bruce, aber erst später. Amber, ich... Nimm ihn gleich mit und geh jetzt. Seine Sachen werde ich dann von Nen aufs Schiff bringen lassen. Es eilt nicht so, ich kann einen Tag später fahren. Nein! Ich bitte dich zu gehen. Das verstehst du ja am besten, Bruce. Du hast ja Abschied nehmen immer gehasst.
Und außerdem habe ich tausend Dinge zu tun. Der Friseur kommt und die Hutmacherin. Und dann mein Fest für den König. Mir schwirrt schon der Kopf. Ich habe fast ganz London eingeladen, den Hof und die auswärtigen Gesandten. Und 50 Musikanten spielen auf den ganzen Abend. Und das berühmteste Ballett. So geh doch! Um Himmels Willen, willst du nicht endlich gehen?